Ein Jahr ist genug, sagt Ex-Raiffeisen-General Christian Konrad, der Flüchtlingskoordinator der Regierung. Ende September läuft sein Job aus und Konrad will auch nicht weitermachen, sagte er heute beim Besuch einer Flüchtlingsunterkunft. Werner Fröhlich war Direktor eines Gymnasiums in Wien. Hier ist er Herr über die Kleiderausgabe. So, da haben wir eine Menge T-Shirts für die Flüchtlinge. Herr Fröhlich ist in den 1970er Jahren viel gereist, auch nach Syrien, den Irak oder Afghanistan. Das hat er auch den Geflüchteten erzählt. Und da sind sie immer sehr traurig geworden, aber es war sehr persönlich dann. Und ich denke, das ist für die Leute auch sehr wichtig, dass man irgendwie so einen direkten Dialog mit ihnen führt, trotz Sprachbarriere. Er ist einer von zahlreichen Freiwilligen, die in dieser Flüchtlingsunterkunft in Wien-Neubau, dem ehemaligen Kuriergebäude, mithelfen. Flüchtlingskoordinator Christian Konrad besucht sie heute. Wir haben ja eine Verantwortung für die Menschen, die zu uns gekommen sind und um Schutz gebeten haben. Und dieser Verantwortung werden die Freiwilligen in einem besonders bewundernswerten Art und Weise gerecht. Derzeit sind nur 100 Asylwerberinnen und Asylwerber hier untergebracht. Im Herbst waren es bis zu 600, auf engstem Raum und auf Isomatten und Feldbetten. Freiwillige haben geholfen, Räume und Beschäftigung für die Kinder zu schaffen. Am Anfang gab es in dem Bürogebäude nichts. Die Kinder haben sich damals auch noch kaum rausgetraut. Und die grauen Gänge hier waren für Kinder halt schon eher nicht das Richtige. Jetzt helfen Freiwillige bei ersten Integrationsschritten, dabei einen Lebenslauf zu schreiben zum Beispiel. Über die Anerkennung durch den Flüchtlingskoordinator freuen sich die Freiwilligen. Noch größere Motivation ist der Dank der Flüchtlinge. Ich spende meine Zeit und kriege unheimlich viel von den Leuten zurück. Und geben ist seliger als nehmen.